Hallo Leute, willkommen zurück beim Pizza Connection 3 mit Retox. Ja, und weiter geht's, neue Folge. So, wir haben auch einen sehr, sehr großen Umsatztage gemacht. Und ja, da muss man jetzt nur auf, dass es steigen alles weiter, weiter. Aber für den Moment, da könnte man sich nicht beschweren, oder? Okay, jetzt soll die Betrieb langsam, ja gut, ein Restaurant läuft schön, aber die andere, die kommen jetzt gerade. Okay. Aber hey, super. Da haben wir auch was erreicht, oder? Dass ich bin noch nicht mal bankrott gegangen. Das ist erstmal ein guter Punkt. Sowieso, aber der Entschuldigung. Der zweite große Punkt für mich ist, dass es funktioniert, alles so wie man will. Okay. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich wollte vielleicht ein paar Dekorationen, aber ich lasse für den Moment die Dekoration, weil da ist lieber nur gefragt, das soll nur in Paris alles komplett ablaufen, so wie normal. Und dann, ja, da könnte man loslegen, nochmal in London. Aber jetzt ist nur die Frage der Zeit. Weil ich muss noch meine Kampagne halt 72 Stunden am Lauf, das ist auch schon gemacht, tägliche Investition, da haben wir auch schon 150 erreicht, das ist auch schon doppelt zu viel, aber trotzdem, es hat auch was gebracht. Okay, ich spült mal die Zeit, weil irgendwie muss man auch nicht so alles warten. Okay. Und Sie haben auch gesehen, dass ja, dieser Restaurant hier, wo wir sind gerade, das ist der lieblingste Restaurant von allen paar Leute. Und das ist super. Da ist auch die Begeisterung am Start. So, aber jetzt, ich werde sagen, Tag Nummer 15 kann man auch schon ruhig spülen. Oh, aber jetzt. Es ist abartig was los, ey. Ist noch die Frage, soll man vielleicht noch eine Bedienung anstellen? Ja. Ja, ich glaube, dass jetzt haben wir Probleme jetzt. Weil irgendwie. Aber mal sehen, mal sehen. Wir könnten locker sich noch eine Personal anstellen lassen. Ja, aber. Okay. Ja, ich muss leider noch ein Personal einstellen, weil da haben wir Problem jetzt. Okay, wir sind ab 10 Uhr, okay. Ab 10 Uhr, dann brauchen wir. Ja, weil sonst, ich habe Angst, dass die Leute verschwinden alle und ja, da machen wir wieder was Falsches. Ich habe sowieso genug Geld, aber ich muss erstmal sehen, welche gute Personal könnte man noch anstellen, weil das muss jemand freundlich und schnell. Okay, hier habe ich gesehen. Maxence Blanchard, oder? Die, ich habe den nicht angestellt. Oder? Ist der schon da? Nein. Ich wollte den nehmen. Oh. Ah, doch, der ist schon da. Okay. Oh, Entschuldigung. Da habe ich auch meine Lüfter. So, meine. Ja, meine Lüfter in die Wohnung schon an. Und ja, ab und zu. Da kriegt man auch kalte Luft. Und ja. Okay, aber jetzt habe ich drei Personal hingestellt, so drei Kellner. Ja, da war auch sehr nötig jetzt, ne? Weil irgendwie, da ist die Laden proppevoll. Aber in die Küche zwei Koch langt immer. Weil ich kann auch nicht mich vorstellen, dass wir machen noch einen Koch und ja,
Aber oh, mein Liebe, das ist wirklich die Öle bei uns. Schaut dir das an. Aber gut, jetzt mehr Leute kommen und mehr Leute sind auch bedient, dann machen wir auch Umsatz. Das ist klar, logisch. Aber die Zutat in die Lagerung ist auch okay. Da haben wir auch keine Verlust normalerweise. Okay, aber die sind alle schnell am Arbeiten. Okay, es funktioniert alles so, wie man will. So wie ich will auch. So, jetzt könnte man auch langsam wieder alles spülen, weil. Aber gut, ich will noch gucken, was ist mit die nächste. Personal ablaufen, ob die Laden ist voll und dann sind die wieder zu zweit und langt das auch nicht mehr. Oh, wer ist das her? Wer ist das? Ah, das ist ein Bonze. Er war die letzte Mal in unser Restaurant, aber er hat diese Pizza Retox part-time gegessen. Okay. Aber du sollst auch wieder kommen. Hein? Da ist kein Problem, oder? Da mache ich keine Vorwürfe, wenn du kommst wieder. Oh, aber jetzt schau dir das an. Wir haben auch schon einen guten Umsatz gemacht jetzt. Ne? Gerade um diese Hochzeit 37.000. Das ist sehr gut, sehr gut. Okay, wir spülen noch weiter die Zeit. Jetzt sind die auch alle schnell bedient, sowieso. So, das gehört auch dazu. Okay, wir spülen noch weiter. Okay, wir sind schon mit 41.000 jetzt, gerade um 15:35 Uhr. Aber jetzt, es ist langsam in Pause alles. So, die Leute machen Pause. Die wollen auch nicht immer kommen. Aber gut, jetzt die nächste Schloss. Er ist da. Okay, aber jetzt, auf einmal, da kommen vier Leute. Das ist wieder eine gute Betriebe. Okay, wir spülen weiter. Marketingvereinbarung erfüllt. Perfekt. Du hast die Marketingkampagne am Lauf gehalten. Das Marketingbüro gibt dir die Plan für große Werbefläche. Du kannst nun deine Statistik Werbestandort auf mittlere Groß aufrüsten. Okay. So, jetzt, wir haben schon alles erledigt jetzt. Die ganze Aufgabe. Alle deine Restaurants machen Profi. Du hast viel über Marketing gelernt und Paris genießt deine Pizza. Aber die Probleme in London scheint ganz andere zu sein. Okay, wir werden mal sehen jetzt. Wir gehen nach London. Und London ruft. London calling.
Ja, da war ein Cut, weil, wie gesagt, das war die Ladebildschirmmenü und ich möchte das auch nicht. Da Sie sehen auch die ganze Ladebildschirmmenü die ganze Zeit laufen und okay, aber jetzt, die Story geht weiter. Deine Warnung aus, berichtet Frau Ken, haben unten öffentliche Druck gekündigt und muss neu Verträge nehmen und sie können bislang noch nicht mal überprüfen, ob nicht auch ein paar Angestellte abgesprungen sind. Okay, aber ha, jetzt ist die Frage, was ist alles hier? Oh, das sind die Konkurrenten, diese, okay, die Pinke, okay, gut. Wir haben noch 197.000, mal sehen, was muss man erstmal machen. So. Neben einem Stadion, okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Da ist eine Koch, okay. Da fällt noch ein Tisch, okay, gut. Erstmal Architekt. Aber was ist das für ein Tisch? Da muss man auch denken, was brauchen wir für einen Tisch, okay. Ich glaube, da brauchen wir moderne, vielleicht diese. Ist das dieser Tisch? Mach mal dran. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe schön, dass ich kann das nicht platzieren, oder? Eieiei. Nee, erstmal alles reparieren. Kostet. Ja, okay, reparieren. Da haben wir etwas repariert, ich weiß nicht. Ah, aber die Tisch war nicht gut. Ihre. Ah, das ist dieser Tisch. Okay. Okay, Moment. Da war auch. Ich muss immer gucken. Wenn das blinkt nicht mehr. So, ihre. Okay. Da ist die Tisch. Sehr gut. Und was ist mit dir angestellt? Und. Da muss man noch schauen. Erstmal ein Hof, da könnte man noch. Aber hier dem Hof, okay. Machen wir vielleicht eine andere Arbeitsplatz für einen anderen Koch.
Weil ich sehe schon, das ist auch eine große Restaurantraum. Okay, gut. So, okay. Das haben wir gemacht. Okay. Jetzt muss mal noch sehen. Was ist mit dir angestellt? So, Küche, Koch, Ofen, Pizza auf Menükarte. Okay, Lager. Okay, gut. Dann Menükarte bearbeitet. Ich hoffe, dass, wir haben jetzt keine Pizza jetzt. Oh, wir müssen neue Pizza erstellen. Okay. Zwei Pizza and one World Cup wahrscheinlich. Okay, neue Pizza erstellen. Da müssen wir auch erstmal die ganze Pizza wieder neu erstellen. Okay, dann gehen wir los. Pizza-Erstellung. Und dann nehme ich auch neue Leute dazu jetzt. Hein? Auch, wie gesagt, Lala hat gesagt, die letzte Mal, er hat mich auch geschrieben, ich sollte eine Pizza versuchen mit die ganze Zutaten. Die groß. Aber ich denke mal, wenn Mama ein Zucchini voll dazu. Ich mag die Zutat auf diese Pizza nicht. Ich kann mir diese Pizza nicht leisten. Ja, das war klar. Das sind auch die Sache, wenn ich mal eine große Teile. Nein, nein, nein. Das muss man jetzt neue Pizza erstellen. Ja, Zutat entfernen. Aber ich denke, da könnte man vielleicht mit etwas anderem machen. Okay. Ich mache erstmal die Pizza Lalal. Mit halbe Olive werde ich sagen. Okay. Und dann mal sehen. Mit etwas mit an Mais oder so, weil er wollte doch diese ganze Geschichte haben. Ja, dann machen wir einen Regenwürmer dran. Aha, die Zutaten für diese Pizza sind okay. Regenwürm, bah. Fragen Sie mich nicht, wer diese Pizza bestellt. Aber das gibt vielleicht ein paar Grashüpfer. Okay, nein. Was haben wir noch für Zutaten? Schlange, eine volle Schlange. Ja. Es kostet schon 20 Euro. Nein. An Mais. Oh. Da könnte man voll an Mais dran machen. Ja, machen wir drei Stück, okay. Das ist eine Pizza. Lala, ne? Ich habe euch gesagt, ich mache eine Pizza auf seine Wunsch. Okay, aber jetzt machen wir Geriebe Käse, weil sonst die Rest soll mal alles verdeckt. Weil sonst, ich glaube, dass die Leute haben kein Interesse um die Pizza. Buh, da läuft eine Würme, Regenwürme. Wie ein Klaff. Okay, Mama, Gewürz dran. Ich werde sagen, Mama, Jalapenos. Was haben wir? Jalapenos, Basilikum. Ja, könnt so ruhige Basilikum dran machen. Okay, aber das wird auch nicht die ganze Leute begeistert, aber das mache ich nicht. Das ist nur für uns als Spaß. Pizza Retox Lal. Lal. Ja, okay, das war die Pizza Retox Lal. Okay, die ist jetzt. Ja, speichern, ja. Aber erstmal muss ich noch gucken. Verkaufspreis. Machen wir 140%, oder? Ja, machen wir 150. Okay, 30,4 Euro. Okay. Speichern, jawohl. So, alles Zutat entfernen. Okay, jetzt neue Pizza. Aber ich mache eine Pizza für Casey. Okay, jetzt
Ich weiß nicht, was der mag überhaupt, aber ich denke schon, dass er mag Fleisch. So, dann mit Fleisch. Wir gucken. Ja, jetzt, wir sind gerade mit der Erstellung von Pizza. Oh, da war eine Bedrohung gefunden auf meine alle Rechner. Okay, ich habe, wie gesagt, zwei Rechner und ab und zu, da gibt's auch Kleinigkeiten. Okay, Chorizo, mach mal dran. Dann mache ich Schinken dran. Viel Schinken, sowieso. Aber ich sehe schon, dass das hat auch nicht so die Erfolge. Das sollte man vielleicht noch ein paar. Oh, Rucola, ja. Warum nicht Rucola? Die Teenager sind schon begeistert. Jawohl, das wollten wir auch. Dann machen wir Gouda. Überall Gouda, ja. Okay, und jetzt Name: Pizza Red Tox Casey. Ja, liebe Casey, da hast du auch meine Pizza bei mir. Okay. Verkaufspreis, Moment mal. Jawohl. Speichern. So. Jetzt neue Pizza, jawohl. Alle Zutaten entfernen. Okay. Machen wir auch eine neue Pizzaforme. Für wen wäre das diese Pizza? Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Okay, machen wir auch wahrscheinlich vegane wieder. Mit Pilzen. Machen wir ein paar Pilzen. Okay, machen wir Spinate. Okay, ich mache auch nicht überall Spinat. Ich kann mir diese Pizza nicht leisten. Ja, warum das? Da ist voll nicht etwas Besonderes. Machen wir Zwiebel. Okay. Und jetzt machen wir Käse. Edamer. Ja, das hat auch nicht so die Erfolge. Ich sehe schon, dass die Leute sind nicht so. Die haben auch sich nicht. Die Zutaten auf diese Pizza sind okay. Okay, sehr gut. Und dann werde ich sagen, machen wir Knoblauch dran. Für ein bisschen Geschmack. Okay. Wer bekommt die Pizza? Ah, wer bekommt diese Pizza? Ich werde sagen. Ach, das ist auch nicht zu fassen. Da braucht man auch Leute. Ja, ich werde sagen, ich weiß, das ist eine neue Pizza-Kreation. Und diese Pizza-Kreation, die ist für Rocky, der Bruder von Casey. Ja, und speichern. Ich muss erstmal gucken, was ist mit die. Okay, speichern. Okay, wir haben Pizza Redtox Rocky, Pizza Redtox Lal und wieder Pizza Redtox Casey. Casey ist auch neu dabei. Okay, jetzt neue Pizza. Neue Pizzaforme. Ja, aber jetzt dieses Mal, ich werde versuchen, eine besondere Forme zu stellen. Ja, warum nicht? Und ja, wir haben auch Möglichkeit zu dieser Pizzaforme zu schiebe. Moment. Ah, das geht nicht. Ich kann es nicht so schiebe. Okay. Oh. Dann stell mal das zurück, aber. Okay. Da kann ich das drück. Okay. Gut. Ah, ich will auch schon die Form ändern.
Ah, Sie sehen das manchmal, das ist nicht so möglich. Ne? Okay, ich muss erstmal. Und dann hat sie eine ganze Stapel Brief erhalten, den man recht knapp vollständig zusammen kann. Oh. Ich irre. Okay, das war die Brief. Okay, die ist unvollständig, aber. Wir wollen unsere britische Pizza wieder. Geh heim. Okay, aber erstmal, wir machen auch die Pizza fertig. Ja? Das habe ich auch euch gesagt. Okay. Ja, da wollte ich noch mit Giacomo seine Pizza noch verbessern, weil wir haben auch die letzte Mal nicht so gut gemacht mit seiner Pizza. Aber ich denke, das schaffen wir in dieser Folge, eine bessere Pizza zu machen für sie, weil die wollten nur Tomat-Mozzarella. Aber ich kann auch sagen, wir könnten mit Mozzarella alles mischen und dafür als Koch normal werde ich auch empfehlen mit Mozzarella Spargel. Spargel passen auch sehr, sehr gut dazu. Okay, machen wir ein paar Spargel. Und ja, da können wir noch ein paar Früchte oder nicht, aber Avocado schmeckt auch. Und jetzt Achtung, das ist die Pizza, das Besondere. Für Giacomo. Weil gut, die. Ich mag diese. Okay, die Zutat. Okay. Und in eine neue Folge. So. Irgendwann, ich werde auch versuchen, mit dem Chefkoch anzurufen und mal sehen, was der sagen. Was für Pizza. Oder wir können das auch danach probieren, mal sehen. Okay. Und dafür noch für Verbesserung zu bringen über die Pizza Tomat Mozzarella und Spargel. Da machen wir Basilikum dran. Okay, und jetzt das ist die neue Pizza Giacomo. Okay. Fortfahren. Speichern wir das. Okay. Ist auch nicht so günstig, okay. Jetzt wollen wir eine neue Pizza, aber ich mache auch schon die Name, weil ich habe auch schon einen Namen. Pizza DK, Redtox DK, ja. Er ist auch neue zu kommen mit uns. Willkommen im Boot, werde ich auch sagen. So, dann Mama für dich. Dicke, eine Pizza, ja, er spielt auch dieses Androide-Spiel, wenn Sie kennen das auch, Become a Human, Detroit Become a Human. Und das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, ich habe es auch immer gern verfolgt, bis jetzt seine Let's Play. Und ja, da denke ich mal, kann man auch eine Pizza für Android machen, oder? So, aber die Androide, was können die essen? Das ist noch die Frage, aber ich denke, dass Fleisch und Fisch, zum Beispiel Schlange, da müssen die auch nichts merken, oder? Mama Schlange dran. Okay, Mama Schlange. Mama, ich werde sagen Ei. Okay, und dann Mama Tofu. Ja, nicht so viel Tofu, aber ein paar. Und dann vielleicht eine ganz besondere Mischung, Mama Schrimps dazu. Pizza gefällt mir nicht, ja, aber gut. Ja, Sie sehen auch, dass alle im roten Bereich, ja, egal, da ist die Pizza auch noch nicht fertig. Dann Mama Edamer und Gouda auf einer Seite.
Okay, und Gouda, ja, machen wir auch dran. Und irgendwie für die ganze Geschmack rauszuholen. Weil da muss ich auch zugeben, mit Schlang und uah. Gut, Schlang habe ich schon probiert, ich muss zugeben. Das schmeckt so wie Entchen. Das ist nicht schlecht. Aber ich habe es auch nicht nur einmal im Leben probiert, aber ob die essen das auch jeden Tag, das muss man sehen. Okay, speichern wir das. Die neue Pizza Redtox DK. Okay, ich mache noch, wie viel Pizza haben wir jetzt? Das muss man jetzt sehen. 1, 2, 3, 5 Pizza für den Moment. Okay. Dann machen wir noch 2 Stück und dann mache ich diese Part am Ende wieder. So, alle Zutaten zurückstellen. Okay, jetzt. Ja, ich hätte gern auch das Bewegiere. Aber es geht nicht so. Ah, doch. Es geht schon. Ah, jetzt. Schaut ihr das an? Wenn ich drücke, schön. Ja. Seitlich an die Tage. Ah. Okay. Ah. Jetzt kann man die Form ändern. Okay. Weil ich habe auch gedacht, ja. Okay, das ist eine komische Form. Sie werden mich alle sagen, was ist das für eine Pizzaform? Okay. Aber die Form bleibt. Und dann werde ich auch sagen, jemand, der nimmt eine Pizza, normalerweise, es gibt auch diese Pizza Quattro Formaggio, aber da könnte man auch mit verschiedenen Käse und auch mit Gemüse dran. Dann werde ich auch sagen, Mama, ich denke, dass Juhu, die wird auch nicht sagen, das schmeckt vielleicht nicht, aber mit Loch, Mama, ruhig Loch da dran, ja, und dann mache ich auch schön. Ja, Oregano. Schön an die Pizza. Und Achtung jetzt. Es ist nur eine Pizza mit Käse. Gut, Loch ist dabei. Sowieso Loch ist dabei. Aber ich will noch alles kombiniert mit Parmesan. Ja. So, jawohl. Dann Ricotta. Ricotta, Ricotta. Auch auf eine Seite. Und dann Mama. Edamer. Ja gut, Edamer habe ich noch schön gemacht, oder? Gouda, ja. Und dann Mama. Gorgonzola. So. Und jetzt. Ja, das ist die Pizza für Juhu. Red Tox Juhu. Okay, und verfahre und ich speichere das. Okay, aber die werden auch teuer. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 6 Pizza. Dann kommt noch 4 Pizza in die nächste Teile. So, in die nächste Folge. Ich wünsche euch alles gut noch. Oder? Ach, Moment mal. Ich muss auch rechnen, dass. War auch schon 3 Minuten oder 4 Minuten mit Schnitt. Dann machen wir noch eine Pizza noch. Es tut mir leid, ich habe auch nicht so wieder berechnet. Aber jetzt. Okay. Dann nehmen wir auch diese Pizzaform ihre. Da werde ich auch das irgendwie. Die wollen Pizza. Haben Sie gesehen, dass die Tage geht zurück? Okay. Gut, machen wir so. Die wollen irgendwie diese Pizza aus England. Okay, ich werde sagen, jemand, der aus England, habe ich auch nicht als Let's Player. Aber als Engländer, was können die essen? Ich werde sagen Rindfleisch, aber vielleicht Hackfleisch. Ja, ich kann mir das nicht leisten. Hallo, ich mache auch nicht so viel Hackfleisch. Dann vielleicht Fisch dazu. Mama, Tintenfisch. Okay. Dann Mama,
Zitrone. Hehehe. Ja, warum nicht? Mit Zitronen, drei Scheibe. Mama Kiwi. Ja, die Engländer, die haben sowieso besonderen Geschmack, oder? Die machen auch alles irgendwie süß und salzig nicht so gern, oder? Die machen irgendwie so viele. So, Mama. Salami. Jawohl. Und dann werde ich sagen, Mama, noch wieder. Sternefrücht. Ja, warum nicht? Sternefrücht. Und Mama, Pfirsich. Ja, das ist ein das ist eine besondere Pizza, oder? Aber nur für die Engländer. Oder? Und dann Mama Edamer. Aber Gewürz mache ich keinen dran. Ja, die sind alle wieder. Ja, was ist das für eine Pizza? Egal. Okay. Pizza Redox. Ich werde sagen, da brauchen wir noch jemand neu oder. Ja, ich habe schon Casey, Rocky. Ah, dann machen wir wieder Lori. Hopp, Lori, die Pizza ist auch wieder für dich. Und verfahren. Speichern. Okay. Und dann mache ich noch eine Pizza. Ich glaube, die letzte für diese Folge, weil dann haben wir auch eine gute Zeit mit unserem Let's Play. So, jetzt. Ah. Okay, jetzt habe ich auch mehr verstanden, wie das funktioniert. Okay. Wieder die Form ist komisch. Aber ich mache die für PWBOK jetzt wieder. Ja, der PWBOK, es tut mir leid. Ich nehme dich auch wieder ins Boot jetzt. Aber dann machen wir auch Schweinefleisch. Ich kann mir diese Pizza nicht leisten. Ja, okay, das ist egal. Und dann machen wir Schinken. Und da werde ich sagen, Mama, Hackfleisch, drei Tropfen. Oder? Und dann machen wir Peperoni. Ja, warum nicht Peperoni? Zwiebel, machen wir auch dran. Und dann jetzt gucke ich mal gerade, was haben wir noch für Fleische? Da könnte man. Ah, Hühnchen. Ja, warum nicht Hühnchen? So. Und jetzt. Mama, als Krönung Raclette-Käse. Über die. Diese Hackfleisch. Dann mache ich Gouda über die Entchenfleisch. Okay. Und dann machen wir Bel Paese über so einen Schritt. Eine Schnitt. Oh, die Pizza sieht sehr gut aus, oder? Und dann machen wir Gorgonzola. Hier drüber. Okay. Und dann machen wir, Moment mal. Was für Käse haben wir noch? Feta. Ja, warum nicht Feta? Okay. Und jetzt Pizza Redtox PWB okay. PWB, okay. Und speichern wir das. Okay. Boah, die ist auch sehr teuer, aber egal. Okay. Jetzt haben wir 3, 6, 7, 8 Pizza. Noch zwei. Aber die zwei nächste Pizza mache ich in eine neue Folge für euch. Ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut und ciao, macht's gut.